Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Tag 29 haben wir immer noch. Okay. So, wir wollten mal in den Crackybook-Laden reingucken, aber nur in den Crackybook. Also den anderen Kram werde ich mir jetzt mal nicht geben. Weil ich da ehrlich gesagt auch keine Lust habe und auch keine Zeit. Und ich will mir die Zeit eigentlich einfach nehmen. Das Holz können wir uns gleich mal wegschmeißen. Futtern? Wollen wir ein bisschen was futtern oder nicht futtern? Ich glaube noch nicht, oder? So. Kommen wir hier rein? Wir gehen mal hier rein. Wenn ich so auf der Seite schon stehe, dann machen wir das eben mal hier vorne. So. Pumpkin raus und auf geht's. Hallo. Hier geht's auch nochmal weiter. Was haben wir noch mit? Oh, hey. So viel Mühe hast du dir extra für mich gegeben. Bitteschön. Bitteschön, habe ich gesagt. So. Sechserbohrer. Bei mir funktioniert das nie. So. Oh, guck mal, hier sind aber nochmal Bücher. Ah. Brauchen wir nicht. So, da mal kurz reingeschaut. Kennen wir. Wollen wir das. Das gleich mit Scrappen, ja, ne? Ich glaube, das zerlegen wir mal alles. Wir können das natürlich auch wieder lernen. Guck mal, das bringt jetzt 50 Punkte, wenn wir das nochmal lernen, ne? Ja. Na, ich weiß nicht, ob wir das nochmal jetzt mal ausnutzen sollten. 50 Punkte pro. Kann man natürlich machen, aber ich weiß nicht, so 50 Punkte, ja, Gott. Da hole ich mal ein, zwei Zombies, dann habe ich in der Zeit natürlich dann mehr Punkte sowieso schon, ne? Also von daher ist das vielleicht... Dann scrap ich das eher, dann haben wir eher ein bisschen Papier. So. Gleich aus dem Leben gekloppt. So soll das sein. Hier oben noch was? Nö. Crackybook. Book sale every other workday. Mondays, Wednesdays, Fridays. Okay. Nischt. Ich nehme mal lieber die Pumpkin raus, weil man weiß immer nicht gleich, was um die Ecke gestiefelt kommt. Da siehst du. Hä? Ach da, moin. Auch nur Papier. Auch nur Papier. Nix. Auch nur Papier. Nur Papier hier wieder, ne? Früher waren die Cracky Books mal so klasse. Und heutzutage, ja. Pff. Eigentlich fast nur Müll. Oder viel Müll. Wo noch her? Ach, siehst du, wusste ich doch, dass da noch jemand ist. Oha. Kein Verkaufspreis, na geil. Dann schmeißen wir den gleich mal weg. Warum war das nicht? Da können wir nichts mitnehmen. Ah! Wegschmeißen, zerlegen, Schießpulver. Ja, komm, scheiß drauf. Da scheißen wir auch mal drauf. Aber die zwei Sachen sind schon nicht ganz ungeil. So, das nichts. Papier. Noch mehr Papier. Noch mehr Papier. Noch mehr Papier. Noch mehr Papier. Geil, das war's schon. Also diese kleinen Cracky Books, ja, das ist... Nee, sicherlich nicht so. Nicht so geil. Hey.
Papier. Irgendwie erkenne ich da ein Schema. Können wir mitnehmen, mal vertickern. Hier wollte ich zwar nicht hin, aber egal. Oh, was haben wir hier? Sniper. Atem, bla bla bla. Kennen wir nicht. Benutzen wir. Was wir nicht kennen, benutzen. Einfach hin damit. So, von da kommen wir. So. Eigentlich wollte ich ja nichts weiter machen. Scrappen. So, und dahinter ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Fünfer Hammer. Können wir erstmal mitnehmen. Da ist auch noch eine Kiste hinter. Shotgun mit Feuer. Ja, vergiss es. Das können wir natürlich wieder nicht stacken. Ach hier, was weiß ich mit dem einzelnen Bolzen denn? Um Gottes Willen. Hier ist auch noch was hinter, ne? Hier. Nehmen wir auch mit. Da ist nichts weiter hinter. Also haben wir da schon geguckt. Da haben wir überall auch schon reingeguckt. Yo. Ja gut, alles klar. So, und runter hier. Raus aus dem Laden. Gut, wollen wir das mal ausmüllen, oder? Ach komm, die können wir uns noch. Wollen wir nicht so sein. So ein bisschen Stamina laden. Jetzt komm mal ran, Mutti. Der Massageonkel ist da. Der zärtliche. So. Mit Wärmeakupunktur hier gerade. So. Gut. Das sind wir voll. Wir können eigentlich nur mal nach Hause fliegen, oder? Aber wir fahren erstmal normal gau nach Hause. Ja, würde ich sagen. Wo müssen wir hin? Links rum über die Hauptstraße. Pete's Bob. So, sind wir richtig. Und jetzt hier rechts rum. Dich krieg ich. Oh, haben wir dich umgesäbelt? Oder haben wir dich dope gehauen? Ja, sauber. Schön aus dem Sprung heraus. So will ich das sehen. So, okay. Dann, ja, fahren wir erstmal nach Hause, würde ich sagen. Wir haben es auch schon wieder 15:35, bevor wir wieder zu Hause sind. Uns wieder ausgemüllt haben. Es war doch schon mal recht erfolgreich, muss ich sagen. Wir haben Bohrer gefunden. Was heißt gefunden? Wir haben ihn gekauft. Das bedeutet, jetzt werden wir alle Naslanken irgendwo einen Bohrer finden. Oder zumindest Teile dafür. Und vielleicht auch das Rezept. Und dann können wir loslegen. Weil ich schon sagte, wir brauchen ein bisschen Potassiumnitrat. Wir brauchen eben halt auch ein bisschen Schnee, damit wir dann eben halt unser Yucca-Smoothie machen können. So viel bleibt ja auch nicht mehr über. Wir hatten ja schon ein bisschen Mutmaß. Also hier, guck mal, wenn hier oben die Grenze ist... Dann wird das Schneebiom, also eventuell ist hier oben noch ein Schneebiom, hier auf der Ecke. Entweder geht das hier nochmal rund. Ich persönlich denke aber eher, dass es hier unten sein wird. Das wird hier unten im Süden sein. Hier. Weißt du was? Was wir tun werden, wir werden da nochmal rumfahren. Wenn wir jetzt eh schon hier unten auf der Ecke sind, dann brauchen wir nicht nochmal extra los. Bisschen... ein bisschen Benzin haben wir ja noch dabei.
Reicht ja, wenn wir so einen kleinen Schlenker machen, ob man vielleicht ein Anzeichen sieht von einem Schneebiom. Das muss ja nicht gleich das Schneebiom in Vollendung sein, aber wenn wir da schon aus der Distanz sehen können, hey, da könnte ein Schneebiom sein, dann wäre das vielleicht schon gar nicht so verkehrt. Aber es kann eigentlich nur noch da sein, weil ich glaube nicht, dass es da oben im Nordosten ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dafür wird das Areal viel zu klein. Das eine ist tatsächlich so ein mega kleines Schneebiom, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ich nicht. Das Schneebiom wird auch schon so eine gewisse Größe haben. Das passt da eigentlich nur noch im Südosten hin. Boah. Da wollte ich auch nicht hin. Ah, egal. Machen wir es halt so. Ja, ja. Ach, hier ist wieder so ein scheiß Sackgasse. Mist. Aber so muss ich sagen, ist die Karte gar nicht mal so groß, ne? Also, ich hatte eigentlich immer... Gut, man fährt schon und man ist schon eine Weile unterwegs. Und es gibt auch vieles zu looten, gar keine Frage. Vor allem gerade als Einzelspieler hat man hier eine ganze Menge zu tun. Aber nichtsdestotrotz, wenn man erstmal einmal komplett rum ist, dann kommt einem die Karte gar nicht mehr so groß vor. Links rum. Wir sind eigentlich auch schon gleich da. Wo sind wir denn nun? Okay. Ich würde sagen, wir fahren hier nochmal Richtung Süden runter. Stichprobenartig. Hätte ich ja, wie ich schon sagte, normalerweise nicht gemacht, aber wenn wir sowieso auf der Ecke sind, kann man die Zeit auch mal ausnutzen, bevor wir dann eben wieder mal ganz in den Norden hochfahren, wo wir dann nachher wohnen. Und dann nochmal wieder losdüsen. Aber auch kein Anzeichen, ne? Kein Anzeichen von einem Schneebiom bis jetzt. Kann ja irgendwie auch nicht mehr sein. Irgendwie muss doch hier so langsam sich mal ein bisschen was tun. Es sei denn, es ist tatsächlich ein Mini-Schneebiom. Also wirklich ein ganz kleines Schneebiom. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Was ist denn das hier für ein Areal? So richtig totes Areal hier. Soll das so sein? Das sieht mir danach aus, als wenn hier eigentlich mehr sein sollte, aber das irgendwie nicht richtig gespawnt ist oder so. Da genauso wie hier auch. Das sieht irgendwie so richtig so komisch tot aus. Bin nicht zu Ende generiert. Irgendwie so sieht das aus. So. Hier könnten wir noch weiter nach rechts fahren. Später haben wir es 17 Uhr. Ja, ich mache mich dann auch gleich wieder auf den Rückweg. Das kommt noch eine Stadt. Ah, das Schneebiom. Ja, haben wir. Haben wir. Schneebiom. Dann ist Schnee. Schnee! Schnee!
Oh ja, du bist hungrig. Armes Töff Töff. Schnee! Ach, Schneebiom. Wir haben's. Geil, dann haben wir in dieser Folge dann auch wieder ein bisschen was geschafft. Sehr gut, und es regnet hier natürlich wieder. Beziehungsweise schneit. Okay, super. Das freut mich. Dann haben wir nämlich denn hier auch eine schöne Stadt in einem Schneebiom gefunden. Das ist fein. So, fahren wir auch gleich wieder raus. Und gleich ab nach Hause. Das ist ein Gas. Zachary's Laundromat. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Waschsalon. The Brother Theater. Gott. Essen, Gas, alle 2 Meter eine Tankstelle hier. So, wieder ab ins schöne Gebiet. So, sehr schön. Ja, guck mal, dann haben wir das doch direkt hier drunter. Das wird sich wahrscheinlich hier noch so ein bisschen hochziehen. Vielleicht hier so, mal gucken. Und dann fahren wir mal ab nach Hause. Sehr gut. Guck mal, siehst du, da haben wir auch wieder ein Schneebiom gefunden. Dann haben wir jetzt alle Biome zusammen, die wir brauchen. Wir haben die Wüste für Benzin, wir haben Schneebiome, eben halt für Schnee und mutmaßlich die ganzen Tiere, die wir noch erlegen können, für Fleisch und so weiter. Das ist immer so das Wichtigste, würde ich sagen. Das ist doch fein. Guck mal. Das freut mich. Können wir da auch einen Haken hintermachen? Sehr schön. Ja, das heißt, wir haben eigentlich momentan eigentlich alles erreicht, was erstmal wichtig ist. Das ist eben jetzt genau dieser Punkt, ne, von dem ich immer dann gesprochen habe bei Seven Days to Die. Ab einem gewissen Punkt hast du eigentlich alles. Ne, jetzt ist es eben halt, jetzt geht es letztendlich nur noch darum, in Anführungszeichen nur noch darum, genug Material zu craften, herzustellen, um eben halt eine sichere Zombie-Basis, Feral-Basis zu haben. Ne? Das ist jetzt quasi noch so der letzte... Das ist jetzt nochmal so der letzte Punkt, so dieser letzte, diese letzte Instanz. Und danach kann man eigentlich sagen, wenn man damit soweit durch ist, Mensch, wann kommt denn die Alpha 20? Ist so. Ne? Kann man, für die Leute gerade, die halt schon öfter 7 Days gespielt haben, oder schon lange spielen, ihr wisst es genauso gut wie ich. Mal gucken. Fällt ein, auch wenn das mich wieder gleich abfacken wird, aber egal. Sehr schön. Also haben wir die letzten 2 Folgen wieder sehr schön erfolgreich. Wieder schön erfolgreich. Wir haben wieder Sachen gefunden, wir haben Bohrer gefunden, wir haben Schneebiom gefunden. Ich wollte jetzt keinen Schnee mitnehmen, das können wir immer noch mal machen. Yucca Smoothies sind zwar gut, aber wir sind jetzt auch nicht unbedingt auf Yucca Smoothies angewiesen. Also wo wir eher so den Fokus drauflegen sollten, wäre Blei und Schießpulver. Das sind eigentlich eher so noch so die Dinge, damit wir erstmal vielleicht so ein bisschen Munition erstmal horten können. Und eben halt Stein. Hier gibt es eindeutig zu viel Wasser auf der Map. Eindeutig. Also verdursten werden wir jedenfalls nicht. Das ist schon mal positiv. Gut, das heißt, wir können in der Nacht jetzt eigentlich wunderbar wieder Stein abbauen. Und dann am nächsten Tag würde ich sagen, wenn dann Stein quasi einschmilzt, könnten wir dann ja uns mal um Blei kümmern und um Potassiumnitrat. Also um Nitrat. Dass wir Schießpulver gecraftet kriegen. Und dann verarbeiten wir den Stein dann entsprechend zu Beton und Zement und keine Ahnung was.
Dass wir auch endlich mal weiterbauen können. Das haben wir auch lange genug vor uns hergeschoben. Hier gibt es natürlich noch so viel zu entdecken. Wir werden, glaube ich, auch so mit als nächstes, gerade wenn wir auch so ein bisschen mehr Munition haben, werde ich, glaube ich, erstmal nochmal gucken, dass wir ja nochmal vielleicht ein paar Waffen nochmal upgraden. Also, dass wir vielleicht ein paar bessere craften können. Das muss ich nochmal gucken. Und dass wir dann auch mal uns mal die größeren Locations mal geben, ne? Dass wir uns dann mal so eine richtig fette Location mal raussuchen, wo es dann richtig mal um Krawall geht. Kann ja auch gerne ein großes Shamway Food sein, aber wir hatten, glaube ich, auch irgendwo einen großen Shotgun Messiah, glaube ich, gesehen. Da können wir auch mal durchgehen. Dass wir da mal ein bisschen Halligalli machen. Ja, macht den Berg doch noch größer. So ein richtig schönes, nettes Huppelgelände hier. Ich kann kotzen. Was tut man nicht alles für Querfeld ein? Guck mal, genauso wie hier. Das sieht irgendwie so aus, als wenn hier was spawnen sollte. Aber das Spiel hat gesagt, nö, mach ich nicht. Obwohl, jetzt wäre das nicht so dramatisch. Das Bike könnten wir auf jeden Fall rausholen. Aus dem Wasser, weil da ist ja nichts drin. Inventar, das ist schon okay so. So, und wir haben schon wieder 18.42 Uhr. Die Zeit rennt, du. Na komm, hoch mit dem Arsch. So. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Oha. So, da sind wir gleich. Gleich sind wir wieder zu Hause. Und dann können wir zu Hause wieder richtig schön knüppeln. Das ist doch fein, oder? Da können wir richtig wieder richtig schön Gas geben. Können wir hier richtig schön arbeiten. Vielleicht müssen wir zwischendurch mal... Vielleicht müssen wir zwischendurch, das kann natürlich sein, mal zur Wüste fahren und nochmal ein bisschen Ölschiefer holen, weil wir dann wieder so viel Benzin verbraten. Gerade bei den Zweierbohrern. Yeah. Wird es dann ein bisschen eng? Ich muss durch. Jetzt nochmal nach, vorsichtshalber. Huch. So, nachtanken, reparieren können wir gleich auch nochmal, wenn wir schon mal dabei sind. Benzin ist... Oh, alle, okay. Wo ist da? Oh, heilige Mutter Gottes! Achso, und dann nimmt das Bike natürlich keinen Schaden, wenn ich aus so einer Höhe runterspringe, ist klar. Aber sonst wäre ich irgendwo gegenfahren, dann sofort 1% weg, oder wie? Richtig. So. Super. Home sweet home. Ah, geil. Sehr schön. So, hier war ja nichts drin, ne? Nee, okay. Sehr schön. Hier müsste eigentlich auch so langsam wieder alles... gewachsen sein? Ja, das sieht doch herrlich aus hier, oder? Das sieht doch herrlich aus. Gut. Sehr schön, da werde ich mich, glaube ich, gleich nochmal dran vergehen hier. Erstmal den ganzen anderen Stuff, den ich dabei habe, erstmal kurz einlagern und dann werde ich hier, glaube ich, nochmal abernten. Aber das mache ich außerhalb der Aufnahme. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Gut, dann, ja, weiß ich nicht, würde ich sagen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die wieder, wenn wir nächsten Tag, ja, wenn wir nächsten Tag, ich schon sagte, wir werden ein bisschen Zement herstellen, wir werden hoffentlich ein bisschen Beton herstellen können. Ich werde Nitrat muss ich abbauen, ich brauche Blei, brauche ich. So die gängigen Sachen, damit wir Schießpulver herstellen können und dann eben halt auch genug Blei zu Hause haben für Munition, also für die Bullet Tips, naja, und für die Schrotflintenmunition und so weiter und so fort. Wisst ihr ja alles. Und werden wir uns drum kümmern. Und dann werden wir in den nächsten Folgen wieder so ein bisschen mehr Fokus legen auf Bauen, Munitionsherstellung, dass wir uns dann so langsam wieder auf die Horde vorbereiten, dass wir uns da wieder so ein bisschen betätigen. Also, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.